Liebe Fußballfreunde, Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel bei der WM 2018. In dem zwei richtig gute Teams aufeinandertreffen. Zwei Teams, von denen wir uns durchaus eine Menge erwarten. Sehen die Fans ganz genauso. Die Stimmung ist super und das Ganze schon seit Stunden. Hier ist richtig was los und auf dem Rasen gleich mit Sicherheit auch. Heute auf dem Programm die Begegnung Deutschland gegen Schweden. Das Fischt-Stadion hier in Sochi gehört für mich zu den schönsten Arenen dieser WM 2018. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Ein beeindruckendes Bild. Und ich glaube, hier fühlt sich wirklich jeder wohl. Das ist ein Erlebnis, in diesem Stadion zu sein. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So gehen die Schweden in diese heutige Partie. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist das im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Wunder von Bern. Schmach von Cordoba. Wembley-Tor. Und. Die Spiele der Nationalmannschaft haben häufig historische Bedeutung erlangt. Und da ist es ja ganz spannend, ob man sich in 50 Jahren auch an die Spiele der heutigen Zeit so zurückerinnern wird. Also ich kann mir schon vorstellen, das Halbfinale der WM 2014 gegen Brasilien, das kann so einen Status erreichen. Goretzka. Und jetzt Müller. Gustav Svensson. Markus Berg im Abseits. Kimmich. Im zweiten Vorrundenspiel erleben wir ja oft, dass die Teams etwas gebremster auftreten als im ersten Spiel. Haben wir schon ganz oft erlebt. In Partie Nummer 1 willst du ein Zeichen setzen, aber heute geht es darum, die Weichen in Richtung Weiterkommen zu stellen. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Goretzka. Ja, da ist Platz jetzt. Unfassbar, der passt. Ein überragendes Tor, da hat alles gepasst. Ein Wahnsinnsschuss aus dieser Entfernung. Keine Chance für den Torhüter. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Der Blick auf Jogi Löw, auch bei ihm natürlich die Freude über diese Führung groß. Er kann mit seinen Jungs zufrieden sein. Und die Führung spielt der DFB 11 natürlich in die Karten.
Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Marco Reus auf dem Flügel. Reus lässt den Gegner stehen. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Goretzka! Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Den Ball leitet er weiter. Jetzt könnte die Chance entstehen. Timo Werner. Nicht gut verteidigt. Da holt er den Ball zurück. Gustav Svensson. Olsson. Und den spielt er gleich wieder zurück. Tick zu lang. Thomas Müller jetzt. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Ja, kann den Ball auch auf engem Raum behaupten und ja, wirklich dann perfekt für seine Mitspieler auflegen. Wird's jetzt gefährlich. Stark verteidigt. Und er gewinnt den Zweikampf. Und das ist Freistoß gegen Deutschland. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sebastian Larsson. Nicht aufgeben und jetzt hat er den Ball wieder. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Kimmich. Klasse Aktion, Ball ist weg. Schweden kommt jetzt. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Hector. Müller am Ball. Kimmich. Tolles Zuspiel. Klasse! Und jetzt die Chance. Deutschland bekommt hier den Strafstoß. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Thomas Müller! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da zeigt Müller seinen Torriecher. Der Kerl steht ganz einfach fast immer richtig. Das ist schon Wahnsinn. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.
Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Granqvist. Toivonen. Sehr guter Einsatz. Jetzt Groß. Reus jetzt am Ball. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, das ist eine relativ lange Krankenakte. Und ach, was war das bitter, diese Verletzung vor der WM 2014. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Flanke. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke für Schweden. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Ecke kommt. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Werner. Er lässt sich da nicht aufhalten. Weiter die deutsche Mannschaft, gibt Vorteil. Gündoğan! Der Ball ist drin. Das war nicht schwer für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Komfortable Führung für Deutschland. Wirklich ein überzeugender Auftritt. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Wolf, das Ding seriös zu Ende zu spielen. Am Sieg selbst gibt es hier keine Zweifel mehr. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. 4 Minuten gibt es als Nachspielzeit. Klasson. Wird das seine Torchance? Und er schießt. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Kimmich. Super dazwischen gegangen. Dieses WM-Spiel können wir eigentlich fast schon haken, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das Ding noch nehmen lassen. Deutliche Führung. Dieses zweite Vorrundenspiel ist entschieden. Wie hast du Ilkay Gündoğan bislang gesehen? Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. WM 2018, Russland, Vorrundenspieltag Nummer 2. Die Stimmung ist grandios. Wahnsinn, was die Fans hier auch in der Pause veranstaltet haben. Und jetzt geht's hier weiter mit dem zweiten Durchgang. Und das war ja auch wirklich eine hochinteressante Partie. Ich glaube, auch der neutrale Zuschauer muss doch begeistert sein. Gündoğan. Werner. Goretzka. Kimmich. Einwurf Schweden. Jetzt Olsson. Das ist jetzt seine Chance. Macht er ihn. Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Schuss mit viel Gefühl. Der Ball dreht sich super ins Tor. Ganz stark gemacht.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Nun Gündogan. Markus Berg. Klasson. Schweden kommt jetzt. Gut verteidigt hier. Jetzt Marco Reus. Gündo. Das könnte die Gelegenheit geben. Nach wie vor lebt diese Chance. Da zieht er ab. Und Tor! Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Sebastian Larsson. Jetzt könnte es gefährlich werden. Goretzka. Kimmich. Gustav Svensson. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Groß. Hector. Und Reus. Sehr guter Einsatz. Sebastian Larsson. Geht dazwischen Reus. Klasse gemacht. Und jetzt ein Schuss. Da wäre es fast passiert. Aber der Torwart passt auf. Klasse gemacht, Wolf. Der Spieler ganz allein auf ihn zu. Aber er bleibt ruhig. Die Schweden wechseln. Gündogan geht raus. Und der Wolf hat uns richtig begeistert. Nicht nur wegen seines Doppelpacks. Da können Sie erstmal klären. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Toivonen. Da kann er ihn stoppen. Da ist die Hereingabe. Klasse gemacht! Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. So, Jogi Löw ist nicht einverstanden mit diesem Foul, mit diesem harten Einsteigen. Das gefällt ihm gar nicht. Die Ecke kommt rein. Und jetzt die Chance. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Müller am Ball. Jetzt die deutsche Mannschaft. Defensiv machen sie es gut. Forsberg. Gustav Svensson. Emil Forsberg. Tiere lässt laufen, Vorteil Schweden. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Das muss der Unparteiische pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier nochmal sehr schön sehen. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist's. Jetzt kommt der Wechsel, Reus verlässt den Platz.
Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Sie bekommen den Einwurf. Boateng am Ball. Jetzt ist er durch. Ganz spannende Szene. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Die Schweden wechseln. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Die DFB-Elf greift hier an. Die Defensive steht. Jetzt Olsson. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Foul und Freistoß gegen die DFB-Auswahl. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Schweden kommt jetzt. Und da ist der Ball wieder weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Unaufhaltsam. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Da passt er auf. Olsson. Den Ball leitet er weiter. Klasse Pass. Jetzt Hummels am Ball. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Was denkst du, Buschi, verdient der Sieg heute? Auf jeden Fall. Gut gespielt, überlegen gewesen und damit natürlich vollkommen zu Recht als Sieger vom Platz gegangen. Wie hast du die Leistung von Gündogan in dieser Begegnung gesehen? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting future.